Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, auf eure Zeugnisse reagieren. Ich habe ja im Community-Tab auf meinem Discord-Server überall darauf hingewiesen. Ich habe 4 Zeugnisse zugeschickt bekommen. Ich werde aus denen machen, was ich machen kann. Wir fangen einfach mal direkt an. Manchmal steht der Name dabei, manchmal steht gar nichts dabei, nur die Noten. Ist ja auch egal. Da haben wir einmal Philipp, Klasse 7, 26 Tage gefehlt, 7-0 davon unentschuldigt, super. Dann haben wir Deutsch, befriedigend, okay, ja, 3. Dann Englisch, ausreichend, 4, okay, Französisch und Espanole, no notos. Dann Latein, befriedigend, Musik, befriedigend, Kunst, gut. Geschichte, befriedigend, Erdkunde, ausreichend. Politik, Wirtschaft, keine Note, Religion, gut, Werte und Normen, auch keine Note, Mathe, 3, Bio, 4, ne, ausreichend sogar 5, oder? Warte, da steht da unten, ne, ausreichend ist 4, befriedigend, ich weiß nicht, Biologie befriedigend, Physik gut, Sport gut, also Deutsch 3 ist okay, Englisch 4, wenn man kein Englisch kann, ist das halt so. Dann Latein, kann ich selber nicht, obwohl doch ein bisschen. Nomen, Verb, Adjektiv, aber ja gut. Musik kann ich gerne mit dir üben. Ich kann wunderbar singen. Ich kann wirklich wunderbar singen. Was? Dann Kunst, gut, ja, Kunst kann ich nicht. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Dann Geschichte, 3, ja, wenn man... muss man halt viel lernen. Also, bei mir war das früher immer so, wenn man viel lernt, dann kommt man auch zu was. Also ist das auch voll kaum gut. Erdkunde 4, ja, er braucht schon Erdkunde. Religion 2, super. Dann Mathe 4, ja. Ah, Mathe ist ein Arsch. Mathe ist ein Arsch. Für mich, ich check die Zahlen nicht. 3x3 plus 6. Hoch 3. So, Physik, gut. Sport, gut. Ja, kann man noch gar nichts aussetzen an dem Zeugnis. Dann das Arbeitsverhalten entspricht den Erwartungen. Ist doch auch super. Das Sozialverhalten entspricht den Erwartungen. Ist doch auch wunderbar. Der Religionsunterricht wurde konfessionell kooperativ erteilt auf Beschluss der Klassenkonferenz vom 28.06.2022 versetzt. Wenn wir schon beim Datum sind, das Video kommt ein paar Wochen nach den Ferien, also beziehungsweise in den Ferien, manche Bundesländer haben schon wieder Schule. Das liegt einfach daran, weil ich einfach Videos hochlade, wenn ich ein Video brauche. Von daher, ja, kommt das jetzt ein bisschen später, aber ist ja egal. So, zweites Zeugnis, das ist einmal von Jam. Schuljahr 2021, Verhalten, gut, Mitarbeit, gut, okay. Verhalten, gut. Ich weiß nicht, was du der Lehrerin gegeben hast. Dann Ethik, befriedigend, 3. Deutsch, ausreichend, 4. Englisch, 4. Mathe, 4. Geschichte, 3. Geo, 4. Gemeinschaftskunde, 2. Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung, mangelhaft. Das ist 5, glaube ich. Physik, gut. Chemie, 4. Biologie, 5. Musik, ausreichend. Ja, wie gesagt, Musik kann ich mit euch üben. Bildende Kunst, das habe ich auch noch nicht gehört, dass das auf dem Zeugnis steht. Bildende Kunst. Sport auch 3. Alltagskultur, Ernährung und Soziales ist 3. Ne, ausreichend 4. Halt. Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, okay. Jam wird versetzt. Jam hatte häufige Fehlzeiten. Ja, 18 Tage. Und einen Tag davon unentschuldigt. Da hat er wahrscheinlich einen Stream von einem Neues angeschaut. Was so? Ach, 8. Klasse, Realschule. Ja, passt schon. Passt schon. Er wird ja auch versetzt, von daher. No problemo. So. Zeugnis Nummer 3. Ja, wie gesagt, da war kein Name oder so. War nur dieser komische Emoji. Da wird halt irgendwie ein Schullogo oder so sein. Weiß ich nicht. Na ja, gut, wir gucken uns trotzdem mal das an. Religionslehre. Ist gut, ist super.
Deutsch, gut, auch super. Mathe, 3. Englisch, 3. Informatik, sehr gut, 1 also. Wirtschaft und Beruf, 2. Projektprüfung, 2. Natur und Technik, 3. Was sind das? Natur, geht es da um die Natur? Lernen die da mit Bäumen? Geschichte, Politik, Geografie ist zusammengefasst, okay. Ist auch eine 2, Sport 3, ja, Gem. Was ist da los? Das ist bestimmt wieder Gem hier. Wirtschaft und Kommunikation, sehr gut. Was ist denn Wirtschaft und Kommunikation? Keine Ahnung. Kunst 4, ja. Malen konnte ich früher auch nie. Ja, ist an sich auch, denke ich mal, ein gutes Zeugnis. Ich denke, ja, mit einer 4 wird man, denke ich, auch versetzt. Und ja, aber so. 2 Zweier, 5, nee, 2 Einser, 5 Zweier, 3 Dreier, ist auch gut. Weiß nicht, welche Klasse, aber ist nicht schlecht, würde ich sagen. So, dann machen wir einmal weiter mit Simon. Klasse wissen wir nicht. Er geht auf ein Privatgymnasium. Nicht schlecht. Deutsch 3, Mathe 3, Englisch 3, Latein 2, Geschichte 2, Geo 2, Ferry 2, Glückssternchen-Zertifikat, weiß ich nicht, Biologie, Naturphänomene, Technik, gut, Basiskurs, Medienbildung, Zertifikat, Sport 3, Musik 2, Kunst 3. Ja, an sich würde ich sagen, ist das auch kein schlechtes Zeugnis. Was mich ein bisschen wundert, dass er auf ein Privatgymnasium geht. Aber ja, das ist ja jeden seins. Aber das ist gar nicht von diesem Schritt. Doch, das ist zu 21, 22. Ja, gut. Versetzt ist doch wunderbar. Hallo, keine schlechte Note. Sozialverhalten ist gut, Arbeitsverhalten ist gut, habe ich noch vergessen. Also, ja, bin ich zufrieden mit. Würde ich sagen. Und ich denke auch, dass er damit zufrieden ist. Ja, dann würde ich aber sagen, war es das von mir heute schon. Wenn ich so ein Video nochmal machen soll, dann schickt mir gerne an euer Zeugnis, an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Dann mache ich da vielleicht noch, wenn genügend zusammenkommt, Teil 2, wenn nicht, vielleicht nächstes Jahr, beziehungsweise nächstes Halbjahr, das heißt ungefähr im Februar, glaube ich, gibt es diese Zwischenzeugnisse. Wenn nicht, dann war das halt ein einzelner Teil. Dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht noch was Schönes. Euer Neues. Tschüss.